Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Kimbo und im heutigen Video zeige ich euch die nicesten kostenlosen Plugins, die ihr in 2021 finden könnt. Ja, ihr habt richtig gehört, kostenlos. Ich kann es bei einigen Plugins selber nicht glauben. Und vor allem könnt ihr euch sicher sein, dass ich die Plugins, die ich euch heute vorstelle, in meinen eigenen Produktionen nutze. Lasst uns nicht lange drum herum reden, legen wir los. Legen wir direkt los mit einer Bombe. Complete Start. Komplett kostenlos und da sind wirklich, wirklich, wirklich fresche Sounds mit bei. Wenn ich hier mal so reinschaue, Analog Dreams, Hybrid Keys, da haben wir ein paar natürliche Sounds. Hier so ein bisschen filmische, atmosphärische Geschichten. Wir werden natürlich nicht alles auschecken, aber zwei, drei Plugins werde ich euch zeigen. Das hier zum Beispiel ist Analog Dreams. Super, super nices Plugin. Habe ich schon sehr, sehr häufig genutzt. Sehr, sehr heftige Pad-Sounds gibt es hier. Hybrid Keys ist definitiv auch eine 1. Das ist nur eine kleine Auswahl von den Plugins, die in dem Bundle enthalten sind. Checkt das definitiv aus. Machen wir weiter mit Spitfire Audio. Wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte, kenne ich auch erst seit ein paar Monaten. Dieses Video wird unterstützt von mir. Du möchtest Beats produzieren wie den hier? Oder diesen hier? In meinem neuen Online-Kurs Hip-Hop-Beat-Produktion Decoded lernst du, wie du ohne großartige Musiktheorie oder teures Studio-Equipment professionelle Hip-Hop-Beats produzierst. Denn Musik ist keine Wissenschaft, es ist ein Gefühl und wenn es sich gut anfühlt, dann ist es richtig. Von der Komposition bis hin zum finalen Mix werden alle Schritte beleuchtet und mit Tipps und Orientierungshilfen versehen. Angefangen bei melodischem Trap und Drill produzieren wir einen typischen Deutschrap-Beat wie diesen hier. Und selbstverständlich darf echter Oldschool-Hip-Hop nicht fehlen. Mit diesem Kurs möchte ich dir helfen, deine Fähigkeiten als Beatmaker zu entwickeln. Ich zeige dir Techniken, wie du Melodien und Akkorde komponierst, Drums programmierst, deine Projekte arrangierst, bis hin zum fertigen Mix. Besuche uns auf beatcademy.de. Man kann sich halt das Plugin runterladen und dann gibt es da verschiedene Sound-Libraries dazu. Diese alle hier, die ihr sehen könnt, sind alle kostenlos. Man kann natürlich auch Geld ausgeben. Es gibt auch ein paar, die man kaufen kann, aber die sind alle kostenlos. Da sind sehr hochqualitative Sounds dabei, also von Strings über Pianos, Bells, Pads, alles dabei. Das Plugin solltet ihr unbedingt auschecken. Ich habe schon einige Soundpakete runtergeladen und ich bin wirklich beeindruckt. Checken wir mir hier das Cello aus. Bild. Es sind doch einige super experimentelle Sounds dabei, aus denen man halt heftige Samples machen kann. Hier ein paar ganz simple Strings. Von jedem Sound gibt es dann halt verschiedene Artikulationen, also halt zum Beispiel wie der hier, langgezogen, so Stack-Sounds, ganz kurze. Warum auch immer das cool ist, aber es heißt cool. Was soll ich euch dazu noch sagen, Leute? Auch das Plugin ist free, ladet es selber runter und checkt es aus. Als nächstes kommen wir zu einem Plugin, wo ich auch erst vor kurzem drauf gestoßen bin.
Ich sehe hier gerade, der Artikel ist vom 19. Februar. Tyrell, das ist ein heftiger Synthi. Oh, hier ist auch eine sehr, sehr krasse Firma, die bekannt ist für ihre heftigen Synthesizer. Warum das Ding umsonst ist, kein Plan. Aber gut für euch, wir hören mal rein. Ich habe ja schon meine Lieblingsbank in diesem Plugin. Zum Beispiel diese Bässe hier. Das nächste Plugin, was ich euch zeigen möchte, ist ein besonderer Leckerbissen, und zwar Synth Master Player. Jeder, der mich verfolgt, weiß, das Plugin benutze ich ziemlich häufig. Die kostenlose Version ist so ein bisschen in der Funktionalität eingeschränkt, bringt aber schon mega viele Sounds mit und die Qualität ist natürlich eine 1. Wenn ihr schon so ein bisschen in diesen Musikproduktionsding drin seid, dann solltet ihr die Firma iZotope kennen. Die haben ein Plugin, das nennt sich iZotope Vinyl. Das ist schon immer irgendwie kostenlos gewesen, sah bis vor kurzem auch noch ziemlich hässlich aus. Bei meiner Recherche für dieses Video habe ich gesehen, die haben eine 2.0 Version rausgebracht und es klingt krasser, sieht krasser aus und es ist immer noch kostenlos. Das Plugin ist einfach eine 1 mit Sternchen und ich finde es einfach krass, dass sie es überarbeitet haben und trotzdem immer noch umsonst anbieten. Wenn wir uns diese Gitarre hier mal anhören. Klingt ganz nett, aber wir schmeißen einfach mal iZotope Vinyl an, drücken einfach mal so ganz randommäßig mit der Standardeinstellung auf den Lo-Fi-Button und machen diesen Dust mal aus, weil das ist das, was ihr hier im Hintergrund hört. Ja, man kann ja auch noch ganz viel Dreck hinzufügen. Ja, das lassen wir heute mal weg. Ja, das macht nur dieser kleine Button hier. Das nächste Plugin auf meiner Liste ist ein Reverb, Tal Reverb 2. Ich weiß gar nicht, seit wann ich den habe, aber seitdem ich den habe, ist er sehr, sehr häufig in Benutzung. Klingt sehr, sehr fresh, ganz einfach zu benutzen und wir hören da auch nochmal rein. Das einzige Plugin auf meiner Liste, was ich nicht selber auf meinem Studio-PC installiert habe, ist der TDR Nova EQ. Ich habe ihn aber trotzdem mit auf meine Liste genommen, weil ich ihn A, zu Hause schon mal genutzt habe und weiß, der ist fresh. Und B, bin ich mir sicher, dass der ein oder andere von euch wahrscheinlich die Lite-Version von Ableton nutzt, wo dann nicht mehr, glaube ich, der EQ8 dabei ist. Und das ist definitiv euer Go-To-Plugin. Und ich mache dieses Video für euch und nicht, um irgendwie Geld abzustauben. Ihr werdet alle Links in der Beschreibung finden und keiner davon ist irgendwie ein Affiliate-Link. Ich habe jetzt noch zwei Must-Have-Plugins für euch, die zwar ein bisschen was kosten, aber die sind jeden Cent wert. Zuallererst Expand 2. Leute, jetzt gerade ist es zu haben für $4,99. Wir hören gleich ganz kurz rein. Ich glaube, ich muss gar nicht viel sagen. Ihr werdet es direkt sowieso kaufen. Dieses Plugin nutze ich in 80% meiner Produktion. Auch wenn es nur hier ein kleiner Bell-Sound ist oder sonst was. Das Plugin hat mega freshe Sounds und es gibt halt noch viele Expansions, also wo ihr noch ein paar Sounds mehr dazu bekommt. €4,99. $4,99. Kauft euch den Scheiß. Vertraut mir.
Wie gesagt, ihr habt ja eine riesengroße Library an Sounds. Wenn ihr jetzt noch überlegt, ob das $4.99 wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Zu guter Letzt kommen wir zu dem Plugin Halftime von den Cable Guys. An alle FL Studio Nutzer da draußen. In FL gibt es standardmäßig ein Plugin, das heißt Grossbeat. Das macht fast dasselbe wie Halftime. Wenn ihr Grossbeat schon mal benutzt habt, testet die kostenlose Version von Halftime und ihr werdet sehen, es ist einfach nice. Es ist nicht nur besser, weil es schöner aussieht, sondern die Funktionen erlauben es einem, viel, viel schneller und viel, viel einfacher die Sounds zu manipulieren. So, ich habe hier mal eben fix ein kleines Sample reingeladen. So klingt es ohne Halftime. Halftime in der Standardeinstellung. Hier können wir das Timing verändern. Immer wenn ihr sowas knacken hört, gibt es hier den Smooth-Button. Ja. Wie gesagt, 10 Euro kostet dieses Plugin, das ist jeden Euro wert und sogar noch viel, viel mehr. Checkt es unbedingt aus. So Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls jemand unter euch dabei ist, der meint, dieses oder jenes Plugin hätte noch unbedingt in diese Liste gemusst, auch rein in die Kommentare. Das hilft den anderen weiter. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Peace.